Wow, Versuchskaninchen. Das gibt bestimmt eine ganze Reihe netter Trophäen. Alle mal hier drauf, dass wir uns auf einen konzentrieren. Dann konzentrieren wir uns auf den. Dann müssen wir nicht so weit. Bärchen, könntest du nochmals... Ich gönn ihm so ein. Genau, dann ist er wieder fast voll. Wir gehen alle hier drauf. Zum Glück habe ich meine Drago-Schuppen. Aber selbstverständlich. Ogryn hat's leider schon hingelegt. Ich nehme auch mir so ein. Ach, ich bin zurückgefallen. Ich bin erfreut. Kollege, nimm mir bitte mal so an. Und ich möchte von denen auch noch ein paar sehen. Nein, zuerst nimmst du mir die. Dann Magie. Einen haben wir. Jetzt kann es nur noch besser werden. Dann noch wahrscheinlich Drachenmutti.
dieser Kreatur verloren. Wir müssen zu ihr. Wir werden einen anderen Weg finden. Ich verspreche es. Sie sind die dunkle Brut. Sie gehen unter die Erde, in die tiefen Wege. Das tun sie immer. Die Heimat der Kinder des Steins. Ja, es heißt, die Wächter könnten die dunkle Brut selbst tief unter der Erde noch spüren. Ich will mich den grauen Wächtern anschließen. Verleiht mir die Fähigkeit, diese Kreaturen in der Tiefe aufzuspüren. Der Beitritt könnte euren Tod bedeuten. Nur, dass ihr das wisst. Außerdem wird man den Geschmack im Mund stundenlang nicht wieder los. Ich fürchte den Tod nicht. Ich biete euch meine Dienste an. Im Austausch für die Kräfte, die mir euer Orden verleihen kann. Was sagt ihr? In Ordnung. Willkommen bei den Grauen Wächtern. Maseranas. Können wir dann gehen? Ich habe genug von diesem Ort. Blinde Rache. Erfolg freigeschalten. Jo, dann hier noch trocken. Landding-Schild. Ja. Frittchen. Okay. Nette Rüstung. Aber nimmt mich noch natürlich noch wunderbar, wohin das dann führt. Hier ist auch der Weg versperrt. Hier haben wir nichts. Und irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, es ruckelt ein wenig. Ich mache bei ihm, ich muss mal schauen. Behüter. Ich nehme mal den. Und dann würde ich ihm noch Konsti geben. Konsti. Dass der auch mehr in Zukunft aushält. Wie bedauerlich. Nein, es ist für uns verloren. Es ist sinnlos, zurückzukehren, Uther. Deine ehemaligen Gefährten sind beeindruckend. Wird schwer, sie zu überzeugen. Nein, Uther, ich werde mein Versprechen dir gegenüber erfüllen. Noch ist nicht alles verloren. Komm, wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Okay. Die Schwarzmarschen. Verlassene Bucht. Ich würde mal zuerst nach Vigils Wacht. Um einfach nochmals zu verkaufen, ein wenig rumzuschauen, was sich vielleicht geändert hat. Dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Die Dinge geraten außer Kontrolle. Mein Sohn ist am Verhungern. Öffnet die Kornkammern! Ihr müsst euer Volk ernähren, verdammt! Ich fürchte, das ist das Werk der Verschwörung gegen euch und die Wächter. Wenn sich das einfache Volk von allein erhoben hat, fresse ich meine Stiefel. Könntet ihr mit ihnen sprechen und sie beruhigen? Vielleicht könnt ihr sie ja zur Vernunft bringen. Aufständische beruhigen? Schlagt sie nieder, Varel. Gebt den Befehl! Mehr als zuvor müssen wir jetzt in diesen Zeiten zusammenstehen. Wir lassen uns nicht! Lass den Kommandanten sprechen! Aber wir brauchen etwas zu essen! Wir... Ruhe! Ich werde mich um mein Volk kümmern. Vertraut mir. Denkt ihr wirklich, dass uns eure Lehren... Die Soldaten des Kommandanten beschützen mein Heim. Das genügt mir, um ihm zu vertrauen. Aber... Die Krise scheint vorerst abgewendet. Aber wenn man einer wütenden Menge den Finger reicht, nimmt sie als nächstes den ganzen Arm. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Männer, haltet euch zurück.
Bevor diese Unruhen begonnen haben, haben einige Adelige um eine Audienz bei euch gebeten. Ihr findet mich in der Festung. Vielleicht könnten wir uns ja eines Tages zusammensetzen und über Magie diskutieren. Und was sollte das bringen? Eine Menge? Große Zivilisationen sind durch den Austausch von Ideen entstanden. Durch Austausch? Ihr meint wohl durch Diebstahl. Gefolgt davon, dass der Bestohlene vernichtet wird. Wisst ihr was? Ich glaube, euer Hass hat euren Verstand vollständig verdrängt. Ja, schon ein wenig. Schon ein wenig. Wir geben uns Runenherstellung. Dass wir das auch sicherlich dann zur Meisterstufe schaffen. Kommandant der Grauen Wächter freigeschalten. Erreiche Stufe 30. Dorking Glover. Die schuften wie verrückt. Ihr bekommt euren Sprengstoff. Die Burschen schuften wie verrückt. Ihr bekommt euren Sprengstoff. Okay. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Ich habe Erzvorkommen entdeckt. Das wird uns enorm weiterhelfen. Wade, der Kommandant, hat ein Silberit-Vorkommen entdeckt. Amaranthine ist wirklich reich an Bodenschätzen. Meister Wade hat mehr als genug Material, um all eure Männer angemessen auszurüsten. Ich bin euch ja so dankbar, dass ihr all dieses langweilige Metall gefunden habt. Na toll, Herren. Ich bin außer mir vor Freude. Und jetzt los. Wir sollten nicht noch mehr Zeit verschwenden. Die standhafte Wacht freigeschalten. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Hier hat's noch eine Truhe. Langschwert des Wächters. Nehmen wir. Gehört sowieso alles uns hier. Aber nun denn. Einmal speichern. Man weiß ja nie, ob man es verkackt. Ben Esmeral, der Kommandant. Also, was gibt es so Dringendes? Es geht um unseren ruhmreichen Arl. Um unseren ruhmreichen Arl, den ihr getötet habt. Ihr seid Arl Hau gegenüber noch immer loyal? Randon war immer gut zu uns. Er war gut zu mir. Und nun wird sein Tod endlich gerecht. Jetzt echt gar nichts machen. So, jetzt haben wir den. Wunderbar. Erst dieser Aufstand und jetzt auch noch das. Verdammt nochmal. Varl wurde getroffen. Es sieht zwar schmerzhaft aus, aber er wird es überleben. Sorg dafür, dass er durchkommt. Er hat mir vielleicht das Leben gerettet. Ich veranlasse, dass sich der Kräuterkundige sofort um ihn kümmert. Bei Andrastes Blut, das... Das ist Ben Esmeral. Fantastisch.
Verzeiht, ich muss hier kurz meine Kopfhörer wieder einschalten, weil die wieder Akku leer waren. Der Aufstand diente nur der Ablenkung. Es ging allein um dies hier. Der Aufstand diente nur der Ablenkung. Es ging alles um dies hier. Ich habe euch enttäuscht, Kommandant. Aber das wird nie wieder geschehen. Einige meiner zuverlässigsten Männer werden die Spuren beseitigen. So können wir vorerst verhindern, dass etwas nach außen dringt. Es gibt auch so schon genügend Grund zur Panik, Kommandant. Oh ja. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn wir Drago-Ei, in Ordnung, Krähe von Antiva, Bücherstapel noch. Keine Ahnung. Mal sehen. Können wir jetzt eben noch das Pulver abgeben? Die Burschen schuften wie verrückt. Ihr bekommt eure. Sprengstoff. Vielleicht brauche ich zwei. Ja, Kommandant. Ich komme später wieder. Ja, Kommandant. Ich komme später wieder. Ich dachte nicht, dass ihr mich ihr an einen zurück. Anderen Fleck benötigt ihr etwas? Zieht. Was habt ihr anzubieten? Aber natürlich. Hat der vielleicht... nö. Wundermittel, das sind Rüstungen. Nein, der hat so etwas nichts. Vielleicht bei ihm was? Ich bemitleide jede Belagerungsarmee, die versucht. Ist es wahr, dass die Zwerge am Rande des Abgrunds stehen? Dass die dunkle Brut beständig vor den Toren Orsamas lauert und droht, euch zu überwältigen? Ja, und ja. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wir Elfen sind nur wenige. Und jeder einzelne von uns ist kostbar. Aber ihr schließt eure Kastenlosen aus und verbietet ihnen, zu den Waffen zu greifen. Ihr habt gesehen, was in Kalhirol passiert ist. Tja, so ist es nun mal. Die Adelskaste hat eben einen Stock in ihrem gemeinsamen Arsch. Und diesen Stock nennen sie Tradition. Ja. Feldwebel. Ich vorstelle, was geschehen wäre, wenn ihr die Keller nicht gesichert hättet. Soldat. Brennende Dörfer sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Gefreit. So auch Kommandant. Habt ihr irgendwelche Nachrichten für mich? Ja, natürlich. Sofort. Bergungsoperation. Eine Mitteilung von Harryn Woolsey. Wie die meisten vermutlich bereits wissen, ist die Vorratsschiff mit Nachschub für Wiegels Wacht bei Anselms Riff zerschellt. Unsere Soldaten konnten zwar die meisten Überlebenden retten, allerdings dürfte ein Großteil der Vorräte bei dem Unglück vernichtet worden sein. Da wir leider keine Männer für eine Bergungsoperation entbehren können, werden die verbliebenen Waren vermutlich Plünderern in die Hände fallen. Gut, da sind jetzt wieder... Da ist Anders. Da sind die halt mit... Ich muss schauen, ob die vielleicht die Polsterung haben. Ich möchte mal mit dir reden. Kann ich behilflich sein? Ja, ich würde mal gerne euer Angebot ansehen. Habt ihr
irgendwas in der Richtung, das mir weiterhelfen könnte. Nein. 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 Schade. Schade, schade, schade. Herz des Waldes würde ich behalten. Die finde ich eigentlich ganz gut. Die würde ich noch behalten. Nathaniel. Ich würde mal da die... Kann ich das einfach so rüber? Genau. Säure, Ausdauer. Die mal, dann die Geschenke. Leeres Tagebuch. Ja, das sind schon einige Sachen. Gut, dann sind jetzt nur noch 16 von 125. Das ist schon einiges besser. Jurian. Benötigt ihr etwas, Kommandant? Ja, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Und jetzt brauche ich irgendwas mit Woll. Schieß mich tot. Rüstung des Sturmjägers. Scharlatans, Wappen der Kuseland. Sieht leider schlecht danach aus. Sieht echt schlecht danach aus. Herrin Moulsley. Ich bin hier, um zu dienen, Kommandant. Wartet ihr schon mal in Weißhaar? Das wäre mal alles, Herrin Moulsley. Kommandant? Wie ist die Lage im Arltum? Die Soldaten geben ihr Bestes, um die Stadt Amaranthine zu verteidigen. Meister Wade hat Tag und Nacht an seiner Schmiede gearbeitet. Die neuen Waffen werden unsere Soldaten deutlich effektiver machen, Sir. In der Wildnis herrscht Chaos, Sir. Da viele unserer Speer verschwunden sind, sind wir dort draußen nahezu blind. Ihre letzten Berichte deuten jedoch darauf hin, dass sich die dunkle Brut in gewaltigen Gruppen sammelt. Was wisst ihr über den Angriff der dunklen Brut auf die Wacht? Mein Vorgänger, Hauptmann Rollins, und viele der höheren Ränge waren zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Festung. Es gibt keine Informationen darüber, was genau mit ihnen geschehen ist. Alles, was wir wissen, ist, dass die dunkle Brut die Festung überrannt hat. Ich muss mich um die Angelegenheit kümmern. Truchs es war. Ihr seid doch nicht etwa meinetwegen hier. Es ist nur ein Kratzer. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, Varel. Ich bitte euch. Es war mir eine Ehre. Eure Sorge schmeichelt mir. Aber selbst der Kräuterkundige gibt zu, dass es schlimmer aussieht, als es ist. Ich werde ihm nun wieder Befehle für euch brüllen, Kommandant. Ich bin schon bald wieder auf den Beinen. Ja, es gibt noch weitere, die den Beitritt auf sich nehmen möchten. Ich hoffe, das Schicksal wird gnädiger sein als bei Sir Myrie. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Von diesem Moment an seid ihr Sigrun, ein grauer Wächter. Dann soll es so sein. Ihr habt eine gute Wahl getroffen, Kommandant. Sie wird in Kürze erwachen. Von diesem Moment an seid ihr Velana, ein grauer Wächter. Dann soll es so sein.
Sie atmet noch, Kommandant. Sie wird sich erholen. Werden ja immer mehr Wächter, muss man sagen. Da fehlt mir halt noch der Kopf. Da müsste ich halt bei Meister Wade den Auftrag fertig kriegen. Sigrun, Valena. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal nach Amaranthin. Und ich würde... Ja. 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 Geistheiler nehme ich immer gerne mit. Ihr scheint diesen Kater wirklich zu mögen, Anders. Es ist eher so, dass er mich so gerne mag. So ist es doch, nicht wahr, Sir Naseweiß? Oh. Findet ihr diesen Namen wünscht. Nicht ein wenig? Anselms Riff. Ja, dann gehen wir mal zuerst dahin. Dann in die Stadt. Schauen uns dort mal um. Und danach muss ich mal kurz Pause machen, weil mir schießt gerade die Kopfschmerzen sowas von rein. Andarin Atishan, Reisende. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Wir möchten nur unseres Weges gehen. Meryn? Velana? Nun, das ist allerdings eine Überraschung. Du reist in Begleitung dieser... Menschen? Ja. Glaub mir, ich bin mir der Ironie an der Sache bewusst, Clanbruder. Wir sind nicht länger dein Clan, Velana. Wovon spricht er da? Velana wurde ausgestoßen. Sie hat keinen Clan. Wir... Stopp. Ich möchte nicht darüber sprechen. Meryn, die anderen, die mit mir gegangen sind, sie sind tot. Und Serani ist fort. Die dunkle Brut hat sie verschleppt. Wenn sie noch am Leben ist, werden wir sie finden. Ich danke euch, wer auch immer ihr sein mögt. Das ist äußerst freundlich von euch. Ilche hatte sie davor gewarnt, dich zu begleiten, Velana. Siehst du nun, was du ihr angetan hast? Dann sag Ilche, dass sie recht hatte. Ich kann mir ihr selbst Ilche ist von uns gegangen. Du kennst nichts außer Hass. Der Clan ist ohne dein Gift besser dran. Raus, aber wir haben schon zu viel Zeit vergeudet. Möge Andrul dich behüten, Velana. Hört auf, so ein Aufheben zu mich zu machen. Lasst uns gehen. Okay. Plünderer! Natürlich müssen die mir den Feuerball schicken. Ganz kurz ausruhen. Nehmen wir. Wie ihr wünscht. Aber selbstverständlich. Noch einmal. Ich bin erfreut. Da ist noch eine Kiste. Und dann haben wir dort noch den Plünderer und dann geht's weiter. Haben wir was vergessen? Nö. Aber selbstverständlich. Einmal hier nach drüben. Doch noch geschafft.
Was möchte ich bei ihr? Den Meuchelmörder? Jo. Oder wartet mal. 52 Geschicklichkeit. Weiter. Dann noch. Dann haben wir einen perfekt ausgebildeten Bogenschütz. Sie hat hier eine Fähigkeit, die sie erlernen kann. Ich würde Fluch des Todes ihr geben. Jetzt mal kurz schauen. Mervis Handels. Da können wir, meinte ich, den Ring abgeben. Und dann mal schauen, was wir da noch zu machen haben. Aber das würde ich dann wann anders machen, weil ich merke gerade, ich kriege Kopfschmerzen wie sonst was. Und mit dem da durchzudrücken, das würde ich nicht gern sehen. Ihr seid zurück. Habt ihr Neuigkeiten für uns? Eure Kavallen, eure... Ich habe mich um euer Problem gekümmert. Es dürfte jetzt keine weiteren Angriffe mehr geben. Wirklich? Ach, das sind wundervolle Neuigkeiten. Ich hoffe, die Schuldigen wurden zur Rechenschaft gezogen. Ja, wurden sie. Auf gewisse Weise. Ich hatte euch eine Spende versprochen, nicht wahr? Hier, nehmt dies. Mit den besten Empfehlungen der Gilde. Ich danke euch. Sollte die Händlergilde noch irgendetwas anderes für die Grauen Wächter tun können, so lasst es uns bitte wissen. Es war mir eine Ehre, euch kennengelernt zu haben, Kommandant der Wächter. Ja, 20 Sovereign. Passt. Aber okay, ich muss jetzt wirklich hier gerade abbrechen. Mein Schädel ist fast am Explodieren. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ist jetzt halt eine kürzere Aufnahme, aber dennoch haben wir was erreicht. Wenn es euch gefallen hat, gerne Abo und Däumchen. Und wenn nicht, dann einen Kommentar. Und wir sehen uns. Euer Marvin. Bis bald. Tschüssi.